Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Es gibt mal wieder eine Samstagskonferenz. Ich möchte euch nicht spoilern, aber es fallen in der ersten Halbzeit vor allem nicht so viele Tore. Ihr könnt also auch gerne ab der zweiten Halbzeit erst so gucken. Ihr kennt ja das mit den Timelinks in der Videobeschreibung, aber klar, ich empfehle euch natürlich alles zu gucken, aber dann ist die erste Halbzeit vielleicht nicht ganz so mega spektakulär. Ist nicht die beste Werbung, aber gehört irgendwie dazu, finde ich, ist ja eure Entscheidung. Los geht's jetzt aber erstmal mit dem Freitagsspiel Hertha gegen Bayern. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Pal Dardai hat nicht das einfachste Auftaktprogramm bei der Hertha erwischt. Erst gegen die formstarken Frankfurter und jetzt der FC Bayern München zu Gast. Nun, es könnte leichter sein, aber wir sind eben in der Bundesliga, da hat man es mal mit guten Mannschaften zu tun. Der FC Bayern München in den roten Trikots hatte hier natürlich alles im Griff und konnte hier von Beginn an auch gut nach vorne spielen. Da war keine große Abtastphase. Der erste Schuss von Gnabry allerdings gut entschärft von Jahrstein, der jetzt erstmal im Tor bleibt. Lewandowski links rausgelegt zu Kingsley Coman, knapp über eine Viertelstunde gespielt und in der Mitte ist Thomas Müller sträflich frei. 16. Minute, das 1:0 für die Gäste, vollkommen verdient und das von der Dardai-Hertha ist nicht zu erwarten. Müller so frei im Strafraum. Und Bayern machte weiter, die hatten Lust, die hatten Spaß. 0:2, 24. Minute. Serge Gnabry läuft alleine allen Spielern davon und Niklas Stark kommt ein bisschen zu spät, hat keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Die Hertha wirkte nicht mehr so stabil und gut wie zuletzt gegen Frankfurt, sodass Marc Rocca in der 44. Minute mit dem 3:0 eigentlich schon alles klar machte. Aus 11 Metern auch wieder zu frei zum Abschluss kommt. Das war tatsächlich ein ganz schwacher Auftritt der Herthaner. Die konnte schon nicht so richtig überzeugen, diese Leistung von der alten Dame. Klar, wenn man 0:3 hinten liegt zur Pause, ist das klar. Ja, der FC Bayern München auch in überragender Form, macht hier aber auch nicht mehr als das Nötigste. Und das führt dann in der 65. Minute sogar noch zum 0:4. Hohe Effizienz, die der FC Bayern hier an den Tag legt. Danach schalteten sie 3-4 Gänge zurück, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Und Hertha war heute einfach 1-2 Nummern zu klein für die Bayern. 0:4 geht es aus zum Auftakt in den 20. Spieltag. Und doch hatte sich das Dardai sicherlich anders vorgestellt. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz der Fußball-Bundesliga am 20. Spieltag. Unten haben wir die Ergebnisse eingeblendet, da ist logischerweise zu Spielbeginn noch nichts passiert. Aber die Teams, sie haben sie gesehen, wir machen einen Rundumblick durch die Stadien, beginnen hier in Leverkusen gegen den VfB Stuttgart und der Trend besagt, dass der VfB Stuttgart aktuell besser drauf ist. Trotzdem Leverkusen der leichte Favorit. Beim ersten FSV Mainz 05 ist der Gast der klare Favorit. Der erste FC Union Berlin möchte die Opel Arena stürmen. Für den ersten FSV geht es darum, irgendwie noch Platz 16 zu erreichen und der ist jetzt schon 7 Punkte entfernt und die Spieltage, sie schwinden Stück für Stück. Das die Einblicke hier, irgendwann müssen die Punkte für Mainz kommen und für Schalke gilt das noch intensiver. Schalke hat nochmal 2 Punkte weniger als Mainz auf dem Konto und auch nochmal einen etwas schwierigeren Gegner als der erste FSV Mainz 05. RB Leipzig ist zu Gast, die in den letzten Wochen nicht unbedingt überragend performen konnten, aber unter anderem Leverkusen eben 1:0 geschlagen haben. Das heißt, RB Leipzig klarer Favorit, Schalke muss hier irgendwie mit Glück und viel Einsatz 3 Punkte holen.
Die Vorzeichen in Freiburg sind etwas ausgeglichener. Freiburg durchaus in guter Form, zuletzt allerdings mal wieder verloren, relativ deutlich beim VfL Wolfsburg. Und der BVB konnte mal wieder gewinnen gegen den FC Augsburg. Nach einem Rückstand zurückgekommen gegen einen tiefstehenden Gegner, 3 Tore geschossen, sogar einen Elfmeter noch verschossen. Das heißt, beim BVB könnte es langsam wieder aufwärts gehen, aber das wird hier bei den Breisgauern ein ganz schwieriges Unterfangen. Die letzte Station lautet Augsburg und zu Gast ist der VfL Wolfsburg, die Wölfe, eben kurz angesprochen, zuletzt 3:0 erfolgreich gegen den SC Freiburg und der Gegner der Freiburger, zuletzt eben der VfL hier, der Gegner der Dortmunder auf dem anderen Platz, das war der FC Augsburg, der ist hier daheim und möchte 3 Punkte sammeln gegen den VfL. Starten wir in Leverkusen. Da sind wir. Der Gastgeber in den schwarzen Trikots stößt an im ersten Durchgang von links nach rechts gegen die weiß gekleideten Schwaben und die Stuttgarter. Nach einem kurzen Tief sind sie mittlerweile wieder gut in der Liga angekommen. Das erste Heimspiel konnten sie gewinnen und auswärts sind sie ja sowieso gut. Jetzt kommt aber erstmal Leverkusen über die linke Seite mit Diaby, der sich da etwas festläuft. Kerim Demirbay rausgelegt nochmal zu Diaby. Schick mit dem Kopfball. Kobel hat den Ball. Erste Chance hier. Wir wechseln nach Freiburg. Freiburg kommt auch über die linke Seite mit Grifo. Sieht gar nicht so schlecht aus. Moray aber mit sehr gutem Zweikampfverhalten auf der rechten Außenbahn. Grifo im Abseits wohl. Ja. Wie geht es weiter für den SC Freiburg? Man ist im gesicherten Tabellenmittelfeld. 27 Punkte stehen da auf dem Konto. Das könnte in diesem Jahr, in dieser Saison, gefühlt sogar schon für den Klassenerhalt reichen. Klar, trotzdem möchte man da Richtung 40-Punkte-Marke gehen. Und das ist für den SC Freiburg sicherlich im Bereich des Möglichen. Der BVB nähert sich den Champions-League-Plätzen langsam wieder an. Vor dem Spieltag 6. Und ein Sieg heute würde sie dann wieder weiter nach vorne bringen. Das ist Jadon Sancho. Der zieht in den Strafraum ein. Sancho hat zu viel Platz. Und was für eine Parade von Müller. Das ist aber sträflich vom SC Freiburg, Sancho da so ziehen zu lassen. Tolle Parade von Müller. Hier weiterhin 0-0. Wir schauen mal an Mainz vorbei. Wo die blau gekleideten Unioner das Heft des Handelns in die Hand genommen haben. Der erste FSV Mainz 05 zuletzt wieder chancenlos gewesen gegen den VfB Stuttgart. Zuvor aber das Heimspiel gegen Leipzig erfolgreich gestaltet. Vielleicht wird Mainz ja zur Heimmannschaft, aber bislang sieht es noch nicht so aus, als würde Mainz hier groß die Bäume ausreißen. Dafür ist Union Berlin aktuell auch einfach zu gut in Form. Das 1:1 zuletzt auch wieder gegen Gladbach sehr respektabel, sodass Eisern Union aus der Komfortzone agieren kann. Nächste Abseitsposition. Taibo Avoni machen dann Bell und seine Hintermänner gut, rücken da raus. Dann ist es der Schritt von Avoni, der da entscheidend ist für die Abseitsstellung. Knappe Viertelstunde hier gespielt. Wir warten auf den ersten Treffer in der Konferenz. Wir schauen jetzt mal. Vielleicht kommt er jetzt über Danny Latzer. Nein. Starkes Zweikampfverhalten von Schlotterbeck. Das macht er gut. Klärt zur Ecke. Die gucken wir uns nicht mehr an. Wir schauen vorbei in Gelsenkirchen. Ja, RB Leipzig tatsächlich gerade mal in der Defensive etwas gefordert. Aber nicht falsch verstehen. Schalke zündet hier jetzt auch kein Offensivfeuerwerk. Das ist hier alles gemächlich. Leipzig ja gegen Leverkusen auch erfolgreich durch mal wieder eine sehr gute Defensivarbeit und so macht Leipzig hier den Schalkern das Leben auch extrem schwer, sodass es nicht verwundert, dass es hier weder Tore noch Großtorraummöglichkeiten gab. Für den neutralen Zuschauer ist das logischerweise etwas uninteressant, interessiert dann aber die Verantwortlichen relativ wenig. Ball nach vorne zu Tyler Adams, aber auch der ja wohl zu früh gestartet. Ein kleines bisschen, aber richtig.
Und jetzt schauen wir noch mal in Augsburg vorbei. Mann, da waren wir ja noch gar nicht. Ja, aktuell plätschert das hier so ein bisschen dahin. Die Fuggerstädter können damit sicherlich ganz gut leben, der VfL Wolfsburg, aber schlägt dann auch halt gerne eher punktuell mal zu. Das 3:0 zuletzt gegen Freiburg dann doch eher deutlicher ausgefallen, als man das hätte erwarten können. Wolfsburg rennt sich hier momentan vorne, aber die ja, Beine kaputt, denn es kommt nicht viel bei rum. Also hier 0-0, wir geben lieber noch mal eine Station weiter. Hier passiert gerade nichts. Sind wieder in Leverkusen, unserer ersten Station. Vielleicht jetzt mal mit Wirtz, aber guter Einsatz von Marc-Oliver Kempf, der sich da reinschmeißt. Gleich eine halbe Stunde gespielt, immer noch kein Tor. Vielleicht jetzt doch mal Schick, nein, wieder Kempf. Das ist auch einfach gut verteidigt, muss man dann sagen. Trotzdem in letzter Konsequenz hätte man da auch da mehr draus machen können. Nicolas Gonzalez leitet diesen Konter an. Guter Ball links raus. Den überlässt Koulibaly Förster. Keine gute Idee. Radetzky hat den Ball und Tor ganz auf sicher. Schalke! Und jetzt haben wir den ersten Treffer. Na, endlich. 1:0 für die Gäste. Das erste Tor in der Konferenz fällt in der 33. Minute. Und wird erzielt von Dani Olmo. Das ist schnell, das ist strikt durchgespielt. Und für den FC Schalke 04 aktuell in dieser Verfassung nicht zu verteidigen. 33 Minuten hier von der Uhr, der erste Treffer. Und jetzt bitte auf den anderen Plätzen doch gerne mal nachlegen. Da warten wir ja. Überall noch auf Tore. Vielleicht ja in Freiburg. Da ist Dortmund zu Gast. Ein paar gute Möglichkeiten haben wir hier schon gesehen, aber momentan verzweifeln da noch die Offensivreihen an den guten Torhütern. Vor allem Florian Müller beim SC Freiburg macht mal wieder einen überragenden Job. Aber auch da kann man die Defensivarbeit des Sportclubs loben. Machen sie sehr gut. Morey, Delaney und Reus. Delaney hatte ja getroffen sogar gegen den FC Augsburg am letzten Wochenende. Jetzt holt er ein bisschen Anlauf und sucht dann die Anspielstation. Reyna. Sie sehen das. Freiburg da extrem kompakt. Morey. Kommt eigentlich nicht durch. Spielt dann nochmal in die Mitte. Reyna. Julian Brandt. Immerhin mal in Strafraumnähe. Julian Brandt. Gute Bewegung. Sehr gute Bewegung, aber auch sehr gute Parade von Florian Müller. Und deswegen steht es hier halt noch 0-0, weil Freiburg da so einen im Kasten hat. Nochmal nach Augsburg. Hier steht es eher 0-0, weil die Vordermannschaften die vorderen Reihen noch nicht so zuschlagen können. Aber jetzt geht Gerhard doch mal an. Arnold, Arnold! Warum nicht gleich so? Gigiewicz mit der Parade und dann Weghorst, der das Ganze verschludert, gibt nicht mal Ecke. Kommt auch unglücklich mit der Fußspitze noch ran. Naja, 45 Minuten dann auch hier absolviert. Es ist zähe Kost, ganz, ganz zähe Kost. Und deswegen wollen wir kurz vor der Pause nochmal in Mainz vorbeischauen. Auf den anderen Plätzen bereits Halbzeit. Gibt auch hier keinen Grund, weiter groß nachzuspielen. Ingwertsen, Teuchert und Halbzeit. Unter dem Strich, was die Torausbeute angeht, doch etwas enttäuschend tatsächlich. Da legen wir hoffentlich im zweiten Durchgang etwas nach. 0:0 hier. Wir schauen kurz auf die Zwischenergebnisse, auch wenn da tatsächlich eben noch nicht so viel passiert ist. Und dann geht's weiter mit dem zweiten Durchgang. Ja. 5 Spiele, ein Tor. Ihr könnt mir glauben oder nicht, aber es wird tatsächlich ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Manchmal hat FIFA da so seine Probleme. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich freuen. Ansonsten viel Spaß jetzt bei der zweiten Halbzeit. Wir sind zurück in der Konferenz, schauen bislang auf den einzigen Treffer. Den hat Dani Olmo für Leipzig.
in Gelsenkirchen erzielt in der 33. Spielminute. Ja, auf der anderen Seite bedeutet es, es kann eigentlich nur besser werden, es sei denn, es fallen 0 Tore. Und da gehen wir jetzt einfach mal nicht von aus. Man merkt einfach den Mannschaften an, dass der Januar extrem kräftezehrend war. Jetzt auch wieder DFB-Pokal für manche Teams unter der Woche. Es wird also nicht einfacher. Wir starten hier in Leverkusen. Der VfB Stuttgart hat angestoßen und geht gleich mal vorne rauf und versucht es zumindest. Silas, der mit einem super Solo gegen Mainz das Spiel entscheiden konnte kurz vor dem Ende. Sasa Kalajdzic, auch er hatte getroffen. Koulibaly, gut abgelaufen von Arangis. Und wir wechseln nach Freiburg. Gute Kopfballmöglichkeit gerade für den BVB. Mats Hummels aber trifft den nicht optimal. Ist ja, was Kopfbälle angeht, eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Diesmal aber kommt er eben nicht in 100% gute Abschlusssituation zur Möglichkeit. Und dementsprechend noch kein Tor hier in Schwarzwaldstadion. Höhler sieht Yannick Haberer. Aber das ist von Guerrero, der nach vorne auch so viel kreiert, heute bislang noch nicht so in Erscheinung getreten ist, aber klasse verteidigt. Rafael Guerrero, die Erscheinung beim BVB. Reyna mit der Flanke, die kommt gut für Sancho. Schlotterbeck, ja, geklärt und wir klären auch. Und gucken uns hier in Mainz ja zumindest so eine halbe Torchance an. Dominic Kor mit der Seite setzt den Ball hier weit vorbei am Tor von, ja, Loris Karius. Lute ja verletzt. Karius machte dann gegen Gladbach zuletzt einen guten Job. Und jetzt kehrt Karius zurück an alte Wirkungsstätte. Und knapp 10 Minuten jetzt im zweiten Durchgang gespielt. Zumindest ein bisschen mehr die Bemühungen spürt man auf beiden Seiten, vor allem auf Mainzer Seite, hier vielleicht dann doch mal ein Tor zu erzielen. Denn es wäre heute möglich und es wäre wichtig vor allem. Der erste FSV Mainz 05 darf nicht abreißen lassen. Momentan zumindest werden sie von Tor in Leverkusen überholt. Und jetzt Tor in Leverkusen. Bitte, bitte mehr Tore. 1:0 für den VfB Stuttgart. 59. Minute. Sasa Kalajdzic schlägt zu gegen Mainz. Wie angesprochen, das 1:0 gemacht. Und jetzt auch hier das 1:0. Gut von Koulibaly. Dann nicht lange gefackelt und vom Innenpfosten springt der Ball dann rein. Starke Annahme mit rechts, muss man auch mal so sagen. Da kann sich dann Radetzky strecken, wie er möchte. Und wir haben den ersten Treffer in Leverkusen. 59 Minuten hat es gedauert. Da dürfen sich dann die anderen Teams und Mannschaften auf den anderen Plätzen bitte mal ein Beispiel dran nehmen. 1:0. Immerhin 1:0 auch auf Schalke. Und Leipzig kommt mit dem Kunku. Puh, und Fährmann in allerletzter Not. Fast das 2:0. Der FC Schalke 04 momentan, er müsste sich halt wieder über ein 1:1 freuen, aber das geht mit der aktuellen Punkteausbeute einfach nicht. Das kann nicht der Anspruch sein, weil ansonsten immer weiter und immer größer die Lücke klafft. Mit Unentschieden wird man sich da unten nicht befreien, auch wenn das wahrscheinlich wieder ein Teilerfolg wäre. Mascarell steht jetzt hier aber im Abseits und kommt nicht zur Flanke. Mascarell Tor in Mainz. Zuletzt gegen Bremen und Tor in Mainz. Es geht so langsam. Das dritte Tor in der Konferenz, das dritte Mal ein 0:1. Christopher Trimmel muss es machen. Gut eingeleitet von Griesbeck. Letzte Instanz über Awoni müsste das gewesen sein. Dann zu Trimmel, der vom Innenpfosten das Glück findet. Und in der 62. Minute die Mainzer noch tiefer unten reinschickt. Also 0:1 hier. Jetzt schauen wir mal in Augsburg vorbei. Wo der VfL langsam weiter nach vorne kommt, dass die Zwischenergebnisse zweimal noch 0:0 und dreimal 0:1. Naja,
Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Xaver Schlager bringt den Ball zu Brekalo. Die Flanke kommt in Richtung Wechhorst. Und es gibt Elfmeter. Udokai. Eigentor gegen Dortmund erzielt. Und auch beim BVB gab es schon einen Handelfmeter, denn das soll es hier wohl sein. Den Handelfmeter verursachte Iago, wurde aber verschossen von Haaland. Und Gikiewicz ist da eigentlich ein Killer. Aber Wechhorst, kein schlechter Elfmeterschütze. Aber hier schon. Wechhorst scheiterte schon vom Punkt gegen Hoffenheim in der Hinserie. Und jetzt scheitert er auch gegen den FC Augsburg. Sinnbildlich für dieses Spiel hier. Weiter also 0:0. Zumindest auch mal wieder ein Aufreger. Haben wir auch lange drauf gewartet. Brekalo mit dem aufsetzenden Kopfball für Gikiewicz. Allerdings alles andere als ein großes Problem. Tor in Freiburg. Drischt den Ball nach vorne und Tor in Freiburg. Also bitte. 1:0 für den Sportclub aus Freiburg. Lukas Höhler macht es und überwindet den BVB. Bürki nach Verletzung wieder zurück im Tor. Gut von Höhler gemacht. Windet sich da um Delaney rum, der sich da von einer Körpertäuschung überlisten lässt. Und so geht's. 1:0 für Freiburg. Wird jetzt noch schwieriger für den BVB. Sie waren schon die bessere Mannschaft und sie hatten auch eben einige Möglichkeiten, die sie aber nicht verwandeln konnten. Und jetzt scheinen sie hier wieder, ja, vielleicht nicht mit mehr als einem Punkt rauszugehen, wenn überhaupt. Das ist eben auch die Frage. Gegen Freiburg möchte man vor allem nicht hier im Schwarzwaldstadion mit 1:0 hinten liegen. Das dürfte dann eine relativ komplizierte Angelegenheit werden für die letzten knapp 15 bis 20 Minuten. 1:0, also hier die erste Führung für ein Heimteam, ist ja auch mal was. Aber den BVB wird es sicherlich eher nicht freuen. Jeong über die rechte Seite, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Das dauert jetzt aber zu lange, deswegen wechseln wir nochmal. Nochmal nach Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss hier irgendwie was produzieren. Kolasinac mit der Flanke. Hüntela gut abgelegt zu Marc Uth. Wo ist die Lücke? Sie wird nicht gefunden. Uth scheitert an Upamecano. Und der Konter für Leipzig läuft über Kloiber. Tor in Augsburg. Die rechte Seite, aber wir haben Tor in Augsburg. Jetzt schlägt Wolfsburg doch zu. 1:0 für die Gäste. Trotz verschossenen Elfmeters geht es hier Richtung Sieg. Der Schuss von Gerhard einfach von Jauwe Leo unglücklich abgewehrt. Vor die Füße von Brekalo. Der hält die linke Innenseite hin und drückt den dann über die Linie. Nicht ganz einfach zu nehmen, trotzdem ein Muss-Tor. Und das macht er. 1:0 für Wolfsburg in der 81. Spielminute. Tor in Leverkusen. Haben wir drauf gewartet. Jetzt das zweite Tor in Leverkusen. Florian Wirth mit dem 1:1. Bayer Leverkusen meldet sich zurück in diesem Duell, in dem der VfB Stuttgart seit der 59. Minute in Führung lag. Und 10 Minuten vor dem Ende ist Kobel das erste Mal überwunden. Aus spitzen Winkel. Passt perfekt neben den Pfosten dieser Ball. Und jetzt haben wir hier ja noch sicherlich bisschen mehr als 10 Minuten Zeit, noch einen Sieger zu finden. Das einzige Spiel, in dem 2 Tore gefallen sind. Naja. Ob man da drauf stolz sein kann in so einer toreschwachen Konferenz, sei mal dahingestellt. Aber Leverkusen wird erstmal zufrieden sein, hier zumindest einen Punkt zu haben. Trotzdem wollen sie sicherlich mehr, aber auch der VfB Stuttgart scheint sich hier nicht zufrieden zu geben. Mit Massimo zieht in den Strafraum ein, Fosu Mensah aber dazwischen. Wir schauen uns nochmal den Treffer an.
von Florian Wirtz und wechseln dann nochmal nach Mainz. Mainz kommt nochmal, Unisivo. Setzt sich da gut durch gegen Knoche. Latza! Und er trifft den Ball nicht richtig. Eieieiei. 88. Minute. Latza hat da viel Platz und eigentlich hat Latza auch eine gute Schusstechnik. Aber den trifft er überhaupt nicht. Passend zur aktuellen Situation setzt er den Ball vorbei. Zumindest einen moralischen Punkt hätte man hier mitnehmen können. Jetzt weiterhin 0:1. Dortmund liegt auch hinten. Und Freiburg macht es verdammt clever. Die Minuten laufen hier nur so davon. Der BVB mit der letzten Kraft. Haaland nochmal. Leitet an mit Reyna, Guerrero. Quergelegt Thomas Delaney. Bellingham, Royce. So Haaland. Und Royce noch einmal. Und das war's. Das war es tatsächlich. 2,5 Minuten gab es obendrauf. Und Freiburg gewinnt mit 1:0 hier gegen den BVB. Nochmal schnell nach Gelsenkirchen. Leipzig hat ja alles im Griff. Müsste hier gleich auch das Ganze gewesen sein. Und das war's. Schalke verliert mit 0:1. Tor in Leverkusen. Weiter unten stehen und wir haben noch ein Tor in Leverkusen. Zaza Kalajdzic ist der Mann des Spiels. 90. plus 5. 2:1 für den VfB Stuttgart. In allerletzter Sekunde kommen die Schwaben zum 3-Punkte-Erfolg. Bayer Leverkusen setzte alles auf eine Karte. Stuttgart setzte alles auf eine Karte und Kalajdzic bekommt zu viel Platz. Diesmal mit rechts angenommen, mit links aber abgeschlossen. Wieder ins gleiche Eck, wieder für Radetzky nicht zu halten. Und der VfB geht als Sieger vom Feld. Dramatisches Finale hier in der Bayer Arena. Und das war's. Wir haben den Abpfiff. Die Konferenz endet zumindest mit etwas Drama. Ansonsten 4x1:0. Das könnte ein Negativrekord sein. Aber den Gewinnern dürfte es insbesondere egal sein. Und hier haben wir 3 Treffer gesehen. Das wahrscheinlich spektakulärste Spiel. Vor allem mit einem spektakulären Finale durch Zaza Kalajdzic. Holt sich der VfB hier nicht unverdient die 3 Punkte aus Leverkusen und bestätigt seine gute Form, vor allem auch auswärts. Eins zu null für die Gäste. Das erste Tor in der Konferenz fällt in der 33. Minute und wird erzielt von Dani Olmo. Das ist schnell, das ist strikt durchgespielt. Und für den FC Schalke 04 aktuell in dieser Verfassung nicht zu verteidigen. 1:0 für den Sportclub aus Freiburg. Lukas Höhler macht es und überwindet den BVB. Bürki nach Verletzung wieder zurück im Tor. Gut von Höhler gemacht, windet sich da um Delaney rum, der sich da von einer Körpertäuschung überlisten lässt. Und so geht's. 1:0 für Freiburg. 1:0 für den VfB Stuttgart. 59. Minute. Zaza Kalajdzic schlägt zu gegen Mainz. Wie angesprochen, das 1:0 gemacht. Und jetzt auch hier das 1:0. Gut von Koulibaly. Dann nicht lange gefackelt und vom Innenpfosten springt der Ball dann rein. Starke Annahme mit rechts, muss man auch mal so sagen. Da kann sich dann Radetzky strecken, wie er möchte. Und wir haben den ersten Treffer in Leverkusen. Florian Wirtz mit dem 1:1. Bayer Leverkusen meldet sich
zurück in diesem Duell, in dem der VfB Stuttgart seit der 59. Minute in Führung lag. Und 10 Minuten vor dem Ende ist Kobel das erste Mal überwunden. Aus spitzen Winkel. Passt perfekt neben den Pfosten dieser Ball. Sasa Kalajdzic ist der Mann des Spiels. 90. plus 5. 2:1 für den VfB Stuttgart. In allerletzter Sekunde kommen die Schwaben zum 3-Punkte-Erfolg. Bayer Leverkusen setzte alles auf eine Karte. Stuttgart setzte alles auf eine Karte. Und Kalajdzic bekommt zu viel Platz. Diesmal mit rechts angenommen, mit links aber abgeschlossen. Wieder ins gleiche Eck, wieder für Radetzky nicht zu halten. Und der VfB geht als Sieger vom Feld. Das dritte Tor in der Konferenz, das dritte Mal ein 0:1. Christopher Trimmel muss es machen. Gut eingeleitet von Griesbeck. Letzte Instanz über Awoni müsste das gewesen sein. Dann zu Trimmel, der vom Innenpfosten das Glück findet. Gikiewicz ist da eigentlich ein Killer. Aber Weghorst, kein schlechter Elfmeterschütze. Aber hier schon. Weghorst scheiterte schon vom Punkt gegen Hoffenheim in der Hinserie. Jetzt schlägt Wolfsburg doch zu. 1:0 für die Gäste. Trotz verschossenen Elfmeters geht es hier Richtung Sieg. Der Schuss von Gerhard einfach von Jauwe Leo unglücklich abgewehrt vor die Füße von Brekalo. Der hält die linke Innenseite hin und drückt den dann über die Linie. Nicht ganz einfach zu nehmen, trotzdem ein Muss-Tor. Derby am Niederrhein. Borussia Mönchengladbach empfängt den ersten FC Köln. Und am Samstagabend ist das durchaus mal ein Spiel, das sich sehen lassen kann. Köln ja zuletzt auch wieder erfolgreich. Aber Gladbach hier im heimischen Stadion die favorisierte Mannschaft. Und in der 13. Minute machten sie dann auch ihrem Ruf alle Ehre. Hofmann legt auf, Lars Stindl schließt schnell und konsequent ab. Wunderbarer Treffer über den Spann etwas rutschen lassen und somit keine Chance für Timo Horn. Der erste FC Köln mit Standardsituationen konnten sie unter anderem den BVB im heimischen Stadion überwinden. Und hier kommen sie auch zurück. Es ist aber nicht Skiri, sondern Ismail Jakobs, der per Aufsetzer auf den zweiten Pfosten den Ausgleich erzielt. Beide Mannschaften ja unter der Woche im Pokal noch aktiv. Das merkte man hier beiden Mannschaften in der Anfangsphase überhaupt nicht an. Das war tatsächlich ein richtig gutes Derby. Fast sogar auf Augenhöhe. Trotzdem war Borussia Mönchengladbach schon die spielbestimmende Mannschaft. Das überraschte wenig. Alassane Player kann den Ball hier lange halten. Sieht dann Lars Stindl in der Mitte. Zieht in den Strafraum ein, Lars Stindl, Player, aber der Schuss von Mehre verhindert. Am Ende gab es dann nicht einmal Eckstoß dafür. Bekommt den Ball nochmal an die Pike, Alassane Player, und dann geht er vorbei. 1:1 nach 45 Minuten war unter dem Strich trotzdem das schon verdiente Resultat, auch wenn Gladbach eben trotzdem etwas besser war. Der erste FC Köln erhielt sehr gut dagegen. Knapp über eine Stunde gespielt. Jetzt wieder Borussia Mönchengladbach im Vorwärtsmarsch. Lars Stindl legt zu Kramer. Der kommt erst nicht durch. Georges Meret gut dazwischen. Zakaria jetzt ein Geniestreich. Dieser Pass zu Alassane Player. Aber von Timo Horn auch gut pariert. Der Winkel wird eben etwas zu spitz. Horn kommt gut raus und bekommt den Ball dann ans linke Schienbein und verhindert das 2:1. Wir springen schon in die Schlussphase. Köln über Emanuel Dennis und Elie Skiri zum Konter. Elie Skiri alleine vor Jan Sommer und der macht das Tor. 86. Minute.
Köln dreht diese Partie doch etwas aus dem Nichts zu diesem Zeitpunkt. Gladbach plötzlich im Hintertreffen. Stark von Emmanuel Dennis, der schon gegen Bielefeld viele gute Aktionen hatte. Diesmal legt er vor. Und Elie Skiri, der knipst. Die Partie in den letzten Zügen. Gladbach versuchte es nochmal, aber Köln machte hinten jetzt logischerweise dicht. Kramer, Zakaria, Player. Wo ist die Lücke? Chichos gibt sie nicht her. Und dann klärt er den Ball. Das war's. Gladbach verliert mit 1:2 gegen den ersten FC Köln und muss selber erfahren, wie es schon manchen anderen Top-Mannschaften widerfahren ist. Dass es gegen den ersten FC Köln nicht angenehm ist zu spielen und das ist das größte Kompliment, das man den Geisbergen machen kann. Sie gewinnen mit 2:1 im Borussia-Park. Hoffenheim musste zuletzt eine deftige Packung gegen den FC Bayern München hinnehmen. 4:1 unterlag man dort den Münchnern. Die Eintracht aus Frankfurt kam nach Rückstand schnell zurück gegen die Hertha und gewann am Ende sogar mit 3:1. Mann des Spiels mal wieder André Silva, der wirklich trifft und trifft, überragend. Und jetzt haben die ja eben auch noch diesen Jovic, aber in der Defensive müssen sie dann auch trotzdem hellwach sein. Erste Möglichkeit gehört Hoffenheim, hier Ilas Bebu mit dem Abschluss. Hoffenheim tatsächlich versprühte hier Spielfreude, Eintracht Frankfurt gewohnt nachlässig hinten. Nächste Chance, wieder Ilas Bebu, aber auch wieder Kevin Trapp. Der hier war noch etwas schwieriger zu halten als der erste. Sehr gute Reaktion aus kurzer Distanz, klärt den Ball zur Ecke. Aus dieser resultierte nichts. Es blieb nach 45 Minuten bei diesem torlosen 0:0 und Frankfurt nicht unbedingt enttäuschend, aber sie machten schon relativ wenig für das Potenzial, das sie eigentlich abrufen können. Starten wir in den zweiten Durchgang. Auch hier Hoffenheim wieder aktiver. Gacinovic, Ex-Frankfurter, macht das hier gut, legt zurück zu Christoph Baumgartner. Und der zieht einfach mal ab. Doch wieder ist Kevin Trapp hellwach und kann den Ball sogar festhalten. Gepasst hätte er auf jeden Fall, war aber nicht stramm genug. Frankfurt jetzt mehr bemüht, nach vorne zu tun. Das gab dann Räume zum Kontern für Hoffenheim. Kramaric zu Gacinovic. Das wäre natürlich die Geschichte. Aber Kevin Trapp abermals mit einer überragenden Tat lenkt den Ball noch irgendwie über die Latte mit einer super Reaktion. Das muss man so auch erstmal bewerkstelligen. Und plötzlich 1:0 für die Gäste. 75. Minute, wie konnte das passieren? Baumann mit diesem Abwurf. Und Kamada, der schnell schaltet. André Silva, der immer hellwach ist. Und es stand aus dem Nichts 1:0. Das war nicht so ganz zu glauben. Baumgartner jetzt in der Schlussphase, aber nicht im Abseits. Und Baumgartner macht es besser als Gacinovic. Das 1:1 in der 88. Minute, ganz klar verdient und auch überfällig, selbst zu diesem Zeitpunkt. Frankfurt aber hatte nach dem 1:0 aus dem Nichts Blut geleckt und wollte die 3 Punkte haben. Und sie kam nochmal mit Kamada und André Silva. Der hat da zu viel Platz, aber wird von Baumann in der 94. Minute am Siegtreffer gehindert. Das wäre es nochmal gewesen, aber das wäre auch deutlich zu viel des Guten gewesen. Hoffenheim und Frankfurt trennen sich 1:1. Das geht so in Ordnung. Hoffenheim hatte mehr vom Spiel, aber Frankfurt nicht weniger gefährliche Möglichkeiten. Zum Abschluss des 20. Spieltags trafen Arminia Bielefeld und der SV Werder Bremen aufeinander. Bremen zuletzt beim 1:1 gegen Schalke wirklich nur das Allermindeste getan. Da hatte man im ersten Durchgang komplett verschlafen. Die zweite Halbzeit wurde dann besser. Und hier wurde es viel besser, auch von Beginn an. Josh Sargent mit dem 1:0 in der 14. Spielminute. Arminia Bielefeld muss langsam mal wieder abliefern. Das 3:1 beim ersten FC Köln war doch sehr schmerzhaft. Aber es ging schlecht weiter. Mike van der Horn, der sich hier ärgert, einen Elfmeter verursacht. Ja, das ist schon maximal unglücklich, wenn es überhaupt ein Strafstoß ist. Josh Sargent nimmt sich
der Sache an und Sargent macht es ganz souverän. 2:0 in der 21. Spielminute und bei Elfmetern, da ist ja die Grenze sehr, sehr verschwommen zwischen genial und fahrlässig. Er hat ihn reingemacht, 2:0 zur Pause, Fabian Klos und Co. bislang noch nicht wirklich überzeugend. Zweiter Durchgang, Paukenschlag, Bittencourt. 64. Minute, ein perfekter Freistoß, der sich super senkt. Und das war dann schon die Entscheidung in dieser Partie. Arminia Bielefeld wieder 3:0 hinten, wie auch schon gegen den 1. FC Köln am letzten Sonntag. Auch wenn sie da am Ende sogar fast noch etwas rankamen, es wurde nichts mehr. Und hier war dann mit dem 4:0 von Möwald alles entschieden. 20 Minuten vor dem Ende, Bielefeld fiel jetzt auseinander. Das haben wir schon einige Male gesehen in dieser Saison gegen Frankfurt, unter anderem bei Union Berlin. Jetzt gibt es hier wieder 4 Gegentore. Das ist auch eben nicht so gut fürs Torverhältnis. Und Bremen, hinten auch immer für ein Gegentor gut. Rizzo Duan zumindest mit dem Ehrentreffer in der 85. Spielminute. Aber es war eben nicht mehr als dieser Ehrentreffer. Bielefeld verliert mit 1:4 und ja, wird damit dem 16. Tabellenplatz erstmal nicht abschwören können. Werder Bremen gewinnt wichtige Punkte im Kampf um Klassenerhalt. Jo, das soll es dann mit dieser Prognose wieder gewesen sein. In der Konferenz leider nicht so viele Tore. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.